Guten Morgen, meine lieben Leute, was machen wir heute? Heute ist Aufräumtag. So, warum? Schaut es euch an. Hier. Und hier. Mann, sieht das aus. Ja. Mann, sieht das aus. Ich habe richtig zu tun. Ja, was ist das da? Eine schöne Windel. Ja. Sieht toll aus. Und warum sieht das hier so aus? Weil sie alle so sind. Ich habe mich schon gewundert, du hast sie noch gefüttert bestimmt, ne? Da ist ja nur das eine Zimmer, alle Zimmer sehen so aus. Schauen wir mal nachher. Kriegt mal Allergie, ist ja furchtbar. Yeah, cool Mädel. Aha. Mir Luft die Nase und alles, ey. Nur wenn ich ans Aufräumen denke, wäre ich krank. Als erstes muss der Tommy heute mal abwaschen, wieder mal. Da, jetzt los. Becher, Teller. Messer und Bestecke. Ja, das ist es. So sieht's aus. Total actionreich mache ich das jetzt. Phase 1 des Projekts abgeschlossen. Wir haben die Gläser und Bechersammlung gespült. Gleich kommen die Teller dran. Die weichen jetzt wunderbar. Ja, und in der Zeit trockne ich jetzt die Becher ab. Und schon ist wieder Platz für Neues. Ja, jetzt die dahin. Und zwischendurch immer schneiden. Das ist das Schärfste. Ich weiß ja nicht, wie ich das halt machen soll. Ja, sitzt denn hier, schneidest zwischendurch noch ein paar Videos, machst den Abwasch, machst die Kinder, machst was zu essen. Ja, seht doch alles ja nicht. Ist ja furchtbar. Mann, ist das aufregend. So ein Leben als YouTuber ist wirklich verdammt aufregend. Ja. Nein, pack mal wieder zurück. Ja, pack zurück. Fein. Ja. So. Cut Session Nummer 1 heute. Oh. Kannst du uns helfen mit diesen Türen? Nein, mir helfen. Oh. Oh Gott, das will ich. Einkaufen, ne? Zwei Taschen, der geht ja. Ist ja nicht viel. Ja. Und drei Taschen. Drei Taschen? Ja. Und einmal Milch. Was ist denn du da? Bio-Kinderwaffeln. Hört sich teuer an. Hier, das habe ich für die anderen beiden mitgebracht. Ja, Bio-Kinderwaffeln. Das fühlt sich an, als wäre unendlich viel drin. Das täuscht mich. Das kann wahrscheinlich von alleine fliegen. Drei Erdbeeren geteilt, 12 Gramm. Also okay. 12 Gramm vertrocknete Erdbeeren anzubieten. Wer zahlt dafür einen Euro? Das geht mal an, willst du davon haben? Ich weiß. Oh Gott, das ist schön. Bitte. Ey, das ist nicht drin, Marlies, ohne Scheiß. Ja, ich weiß, aber ich wollte jetzt nicht wahnsinnig viel holen, weil. Den Mann, das war, was ist denn das? Das ist alles? Ja, ja. Ja, die Verpackung wiegt mehr. Vor allem ist es wieder verschließbar. Für was denn? Was soll man denn da? Soll man sich da einen rauskredenzen und den dann wieder zumachen? Wie sind die denn drauf, ey? Guck dir mal an, ein bisschen scheiße hier. Katze checkt das Gelände. Ob was Fressbares ist. Wie immer sitzt die natürlich immer auf dem Tisch. Dir gar nicht gegessen. Doch, ich hab gegessen. Mit stumpfen Messern kann man nicht arbeiten. Jetzt mal hin. Was tun hier? Gehst du mal bitte weg? Was schon? Enter. Also ich fahre jetzt zur Garage. Meine Tochter fragt, was Oskar ist. Und was ist Oskar? Weiß ich nicht. Ich auch nicht. Meine Tochter will unbedingt mitkommen zur Garage. Aber warum? Zieht sie sich schon die Schuhe an? Unglaublich. Oh, Mama, das hast du ihr erlaubt. Du bist ein großartiges Wesen. Mama hat gesagt, ich darf ihr Handy holen. Lampe brauchen wir. Wir gehen jetzt in die Garage und sortieren da ein bisschen. Es geht los. Wir fahren extrem in die Garage. Nicht nur einfach so, wenn ich den Autoschlüssel finde. Darf ich reintun? Bäm. Darf ich reintun? Nein, ich tue rein. Ich drehe rum. Ich starte. Ich lege den Yang ein. Ich löse die Handbremse und fahre rückwärts. Wenn ich kann. Kann ich nicht. Doch, kannst du. Kann ich. Sind da nur unsere Sachen drin? Nur unsere Sachen. Und hier kann man durchgucken, was groß ist. Ja, das ist in dritter Hand sozusagen zum Löthilfe.
Na? Ja, genau. Da? Nicht. Nix. Klappert's denn? Nein. Nee, ist leer. Aber sieht schön aus, die Tappe. Da ist doch was hinten. Da hinten ist so eine Blume. Das ist ein Knopf. Darf ich? Das ist ein Knopf aus Glas. Ein alter Glasknopf. Mit dem. Ja, sieht schön aus. Darf ich den haben? Aber die Abzeichen nehmen wir mit. Ja. Die finde ich ganz toll. Pack die mal ein. Mach mal die Tasche zu. Ja, die. Hat halt keinen Sinn. Wie vorausgesagt, meine Tochter ist genervt und möchte nach Hause. Habe ich gesagt. Aber so ist es. Die wollen trotzdem mitkommen, die Kinder. Ne? Und dann stehen sie da und machen eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde und dann nach Hause. Wann geht's nach Hause? Ja, so ist es. Darum mache ich jetzt das Licht aus und dann machen wir zu Hause weiter. Diamant. Diamant. Schön, dass ich sowas gefunden habe. Meine Tochter ist happy. Die hat nämlich einen Diamanten gefunden. Einen diamantenen Knopf. Wie? Aus Glas. Aus Glas. Wie ihr seht, haben wir das ganze Auto voll mit Bildern. Hier geht jetzt alle verhökern. Billigst. Gehen wir jetzt nach Hause. Wir fahren bei Angie vorbei. Nein. Ich möchte nach Hause. Das liegt doch auf dem Weg von nach Hause. Ich will doch nicht raus haben hier. Soll ich ihn kommen, nimm? 50 Euro oder was? Oder 60 oder 70? 70 Euro, nimm. Fröhliche Weihnachten. Wollen wir Ali fragen? Andi? Ich geh ganz kurz fragen. Ich geh nur ganz kurz fragen. Ich geh nur ganz kurz fragen. Okay. Ich geh nur ganz kurz fragen. Ja. Ja. Was hat Andi gesagt? Ali hat gesagt, er weiß nicht wohin. Prost. Kaffee. Bleibst du hier? Mm-mm. Kommst du mit? Mm. Das ist ein Ding. Für Mami. Mami. Für Mami.